Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler. Ich bin auch mal wieder 2023 unterwegs, obwohl ich habe hier schon Ostern. Kar-Samstag ist hier jetzt und in den ersten 3 Monaten des Jahres habe ich schon richtig viel gefahren. Das werde ich vielleicht nochmal unterwegs erzählen. Ja, und ja, wo bin ich hier überhaupt? Wie gesagt, ich bin hier mal ganz woanders wieder. Ich bin hier zu Besuch bei meinem Bruder. Über Ostern, der lebt hier an der belgisch-französischen Grenze in Frankreich, hier im Örtchen Rocra. Wie man sieht, auch richtig schönes kleines Städtchen mit einem kleinen Stadtkern, alten und Wallanlagen, richtig toll. Mal was ganz anderes. Ja, und deswegen will ich auch mal wieder die Gunst der Stunde nutzen, mal hier wieder rumzufahren. So viel bin ich noch nicht hier längst geradelt, überall, obwohl ich ja schon jahrelang mal hier immer wieder herkomme. Ja, und das will ich heute mal nutzen. Ich werde heute, ja, die... Ich will erstmal runter an die Maas, die fließt hier gar nicht so weit weg, aber im Tal, da geht es auch nicht bergab. Dann will ich erstmal der Folgen, flussabwärts, so circa bis nach Givet und dann fahre ich rüber nach Belgien, irgendwo durch so Orte durch und dann komme ich wieder hierher, natürlich berghoch denn, ordentliches Stück. Aber ich habe schon viel gemacht dieses Jahr, ich fühle mich fit, diese Berge auch zu schaffen. Es wird mal was ganz anderes werden, ganz andere Landschaften. Ja, kein Deutschland, sondern Frankreich und Belgien. Ich freue mich drauf. Ja, ich hoffe, ihr auch. Also, wenn ihr es sehen wollt, bleibt dran. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Bin unten angekommen an der Maas hier in Fumay. Ich habe es geschafft, ja, war etwas frisch, aber es hat sich wieder gelohnt. Der Nebel ist weg oder der Hochnebel, der da oben war, wunderbar. Natürlich muss ich das irgendwann mal wieder hoch, aber das weiß ich ja. Aber das ist doch mal was Schönes hier. Sieht doch toll aus, mal was ganz anderes wieder. Darauf habe ich mich gefreut bei dieser Tour. Da kommt noch viel mehr. Bis Givet, weiß ich nicht, wie viele Kilometer das jetzt sind. Bis dahin, da fahre ich immer an einem Fluss entlang, richtig top. Es war jetzt frisch, jetzt wird es wärmer, ich werde die Jacke ausziehen, ja, und dann geht's weiter. Ich freue mich drauf. Wie ihr seht, ein richtig gut ausgebauter Radweg hier unten am Fluss. Das ist auch die Maasroute, auch ein sehr langer, schöner Radweg, glaube ich. Vielleicht mal irgendwann. Ja, aber ich habe jetzt schon einiges an Höhenmeter verloren von da oben.
Und jetzt geht es erstmal flach weiter und dann kommen wir hier wieder die Steigung. Ich müsste aber genug fit sein, um die alle zu bewältigen auf meine ca. 100 Kilometer Tour. 1000 Höhenmeter circa. Also schon ordentlich was. Aber ich habe ja schon viel gefahren dieses Jahr. Ja, von Januar bis März waren schon 4000. Viele, viele Kilometer. Nicht alle draußen, auch indoor auf der Rolle. Aber ich hoffe, ich bin fit genug. Aber es lohnt sich jetzt schon, dass ich hier jetzt schon fahren kann. Aber das dicke Ende kommt zum Schluss. Wie gesagt, ich muss ja auch wieder da hoch. Aber es dauert noch. Es sind noch etliche Kilometer hier am Fluss entlang. Schauen wir mal, bis jetzt sieht das hier richtig, richtig toll aus, muss ich sagen. Macht richtig Spaß. Da kann man richtig ballern. Richtig toll ausgebauter Radweg, muss ich ehrlich sagen. Hat echt Spaß gebracht, hier zu fahren. Ja, bis jetzt. Jetzt stehe ich ein bisschen ja, vor einem Gebäude. Ja, uns Deutschen gefällt das ja nicht so. Den Franzosen schon. Hier ist das Atomkraftwerk bei GW. Da macht die Mars gerade so eine Riesenschleife drumherum. Ja, gerade im Moment ausgeschaltet, Revisionsarbeiten. Aber es wird auch wieder angeschaltet. Dabei in einer Woche. Gibt es in Deutschland keins mehr, was im Netz ist. Die AKWs sind passé in Deutschland. Ja. Aber trotzdem, schöne Gegend hier, die Ardennen, die sind hier so rundherum. Wunderbar. Ja, gleich fahre ich nach Givet und dann schaue ich mal, wie es dann weitergeht. Ich werde da, glaube ich, erstmal eine Pause machen. Aber werde ich gleich sehen. Also bis gleich, bis ich da bin. Hier in Givet ist gerade ein Radrennen, ja, irgendwie Tour durch die Ardennen, so ein kleines Rennen. Früher gab es hier mal auch das Kriterium International, das war auch mal so der World Tour, aber das hier ist jetzt nur ein kleines. Aber da fahren sie hin, sehr interessant wieder,
Ja, es ist nicht die Tour de France, auf gar keinen Fall. Aber ich bin jetzt gleich in GW. Das ist gleich da vorne. Das ist mein Wendepunkt. Muss mal gucken, ich wollte eigentlich da drüben wieder zurück. Oder gleich noch mal kehren, hier wieder am Fluss entlang. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss mal sehen. Aber ich mache hier gleich erstmal eine Pause im Ort. Ja, und dann geht's weiter. Und dann beginnt auch der schwierigere Teil. Ja, ich bin jetzt gerade mal auf so 100 Meter Seehöhe. Boah, das ist ganz schön weit unten. Und meine geplante Tour, die hat ganz schön Zacken. Also das Schwierige kommt erst noch. Aber das Wetter ist echt super. Ich hatte auch jetzt erstmal die ganze Zeit Gegenwind. Ja, und dann hoffe ich, dass ich gleich nur noch Rückenwind habe. Aber erstmal eine schöne gepflegte Pause und dann geht's weiter. Wo ich doch gerade hier so vor so einer schönen Kulisse sitze, kann ja noch mal was erzählen. Ja, was soll ich erzählen? Ich habe ziemlich viel gefahren, das habt ihr ja schon gehört. Darunter auch schon einiges auf meiner To-Do-Liste, das ich jetzt abgehakt habe. Ja, was war das? Ja, ich habe im Winter gezeltet bei Frost. Hat super funktioniert. Habe ich die Kamera nicht mitgenommen. Und, ja, da werden einige erschaudern. Ich habe schon Eisbaden gemacht dieses Jahr mehrmals in der Ostsee, 4 Grad kalt, war ja kein Eis drauf, aber trotzdem. Es war richtig erfrischend. Es war mal was, was ich mal machen wollte und fand es jetzt auch gar nicht so schlimm. Und eine 200 Kilometer Tour habe ich dieses Jahr auch schon hinter mir. Ja, es ist einfach wieder gut gelaufen, dieses Frühjahr, was jetzt schon ist. Und wie gesagt auch im Winter, Januar, Februar, März, echt super, 4000 Kilometer, echt klasse. Ah, To-Do-Liste, ja, die ist noch ein bisschen länger dieses Jahr. Ich habe noch einiges vor, was ich eigentlich wieder abhaken möchte. Ja, und über Winter ist auch wieder neues Equipment dazugekommen. Und daran die Kamera, die gerade filmt. Es ist die GoPro 11, ja. Ich kann die ja schwenken, wie ich will. Das ist echt Wahnsinn. Bleibt immer waagerecht. Ich kann die sogar bis auf Kopf. Das ist so genial, da habe ich zugeschlagen, tut mir leid, die nächste. Ja. Und neue Tasche am Fahrrad habe ich und einige andere kleine Dinge, wie das hier, habe ich dazu bekommen. Ja, es bleibt nicht aus. Ja, es macht aber einfach zu viel Spaß, alles Rad zu fahren. Möchte auch bald wieder mehr mitnehmen. Wie gesagt, im Winter bin ich ziemlich viel alleine gefahren, aber jetzt werde ich auch wieder was filmen, wie ihr hier auch seht. Es ist hier echt was ganz Besonderes, ganz woanders zu fahren, wo vielleicht nicht viele vorbeikommen. Hier ist zwar eine Radroute, die Marsroute, da sind schon einige YouTuber vorbeigefahren, aber ja, es ist wunderbar. Ich war noch nicht hier, das ist echt klasse, sowas Neues. Deutschland kenne ich schon fast in- und auswendig. Naja, noch einen kleinen Snack und dann geht's weiter auf dieser ja, schönen Tour. Aber wie gesagt, es wird ein bisschen schwieriger jetzt. Also gleich geht's weiter.
kaum ein Stück abgefahren. Da bin ich hier durch so einen verschlafenen Ort. Ja, die ganzen Orte kann ich nicht mehr benennen, aber unterhalb so einer Burg, Ruine würde ich mal sagen. Kopfsteinpflaster der übelsten Sorte, aber egal. Echt schön hier, sehr idyllisch und sehr ruhig. Abseits von der Maas. Sehr schön, habe ich mir gut ausgesucht bis jetzt. Einige Höhenmeter habe ich schon geschafft, ein paar Stiche waren da ja schon. Aber es geht noch weiter, gleich geht es nach Belgien rein. Ja, ganzes Stück. Ja, schauen wir mal. Ah, leider ist es immer noch bedeckt. Aber egal, kalt ist es auch nicht mehr so richtig. Also das macht jetzt richtig Spaß. Also weiter geht's. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Die grüne Grenze nach Belgien habe ich jetzt überschritten. Jetzt ist hier alles belgisch. Die Häuser, alles. Mal sehen. Sieht auch nicht so schlecht aus hier. Wunderbar, wunderbar, richtig geil hier hoch. Den ersten Formtest des Jahres habe ich wohl hinter mir. Eine richtig lange Steigung, so circa 2,5 Kilometer, 100 Höhenmeter. Ja, aber es ging sehr gut, muss ich echt sagen. Echt super. Gleich geht das hier in Richtung Couvain, wieder bergab. Alles, was man sich erkämpft hat. Ja, einige Höhenmeter. 550 sind schon zusammengekommen, aber es macht richtig Spaß. Oh, Frühling, man spürt es. Oh, ja. Einfach nur klasse. Und die Natur sprießt sie überall. Bei mir oben im Norden, bei Flensburg. Ich würde sagen, eine Woche, zwei Wochen noch zurück, bevor das hier so aussieht. Der Wald, der wird schon langsam grün. Echt. Oh, deswegen macht das hier besonders viel Spaß. Ja, weiter geht's Richtung Couvain. Ganz so einfach mache ich es mir nicht. Ui, hab noch ein paar Rampen hier eingebaut. Ging noch nicht nach Couvain. Aber egal, mitten durch den Wald hier. Schön. Hier in Belgien haben sie auch das Knotenpunktsystem übernommen aus den Niederlanden, wie man sieht. Funktioniert ganz gut, so habe ich es auch auf Komoot geplant. Ja, gut, sehr, sehr, sehr gut ausgeschildert. Jeder Feldweg, wo das abzweigen könnte, steht ein Schild, nee, geradeaus zu dem Punkt hin. Super gemacht. Ja, Marienburg, glaube ich, ist jetzt das nächste, was ich erreiche. Hoffe ich, dass es jetzt richtig ist. Ja, wow. Aber
Der Wind ist weg, es zwitschert hier im Wald. Ach, richtig Frühlingsfeeling. Klasse. Ich habe jetzt 76 Kilometer gefahren und 34 habe ich noch. Also die Tour doch ganz schön länger geworden. Naja, viel geplant, aber es macht einfach so viel Spaß, selbst jetzt hier bergauf. Das war wieder gerade eine sehr starke Steigung, aber es macht einfach Spaß. Und weiter geht's. Stück weitergekommen. Auf einen Radweg bin ich jetzt. Ja, besserer Feldweg, also mit Rennrad. Sehr, sehr grenzwertig. Ach, selbst mit normalem Fahrrad. Hier sind ordentlich Schlaglöcher. Mal sehen, wie lange es noch so geht. Ja, ich glaube, Marienburg komme ich gar nicht durch. Ja, ich habe mehrere Touren geplant. Jetzt komme ich ein bisschen durch mit den Orten, wo ich durchkomme. Ich glaube, jetzt komme ich doch nach Couvain rein, aber ihr werdet das sehen. Es ist trotzdem richtig schön. Und das wird ja so schön. Das macht richtig Spaß. Auch wenn das jetzt ein bisschen Mist ist jetzt hier mit dem Rennrad. Aber egal. Ja, ich habe ja auch eine neue Uhr, eine GPS-Uhr von Garmin. Ja, sagt 82 Kilometer habe ich schon. 800 Höhenmeter, sagt die, habe ich schon bewältigt. Es ist einfach nur, kann vielleicht nicht jeder glauben, aber es macht richtig Spaß, sich hier auch mal ein bisschen zu verausgaben. Es ist hier auch echt ruhig. Habe ich mir doch gute Strecken ausgesucht. Nicht immer nur eine Hauptstraße, aber so wie diese Straße aussieht, sehen hier auch sogar die Landstraßen aus oder sogar die Nationalstraßen. Also so richtig doll ist das in Belgien nicht. Also glatten Asphalt, schwer zu finden. Echt sehr, sehr schwer zu finden. Also eigentlich ist es nur an Ruppeln und Tun. Mit dem Rennrad gar nicht mal so doll. Aber naja, weiter geht's durch diese schöne Landschaft. Ich finde es hier klasse. Nun bin ich oberhalb von Couvain. Ich bin nicht ins Zentrum reingefahren. Da war immer noch die Hölle los. Ich kenne das noch vor ein paar Jahren. Da war die Autobahn noch nicht fertig. Und da musste wirklich alles durch den Ort. Aber ich fand das gerade eben auch die Hölle. Wow, da war richtig viel los. Hätte ich nicht gedacht, das wäre jetzt viel ruhiger. Aber naja, LKWs waren nicht da. Aber viele, viele Autos. Bin ja nicht nochmal da ins Zentrum reingefahren. Ich finde, das sieht auch fast alles immer gleich aus. Wenigstens vom Stil her. Aber richtig schön. Wow, das ging schon wieder richtig den Berg auf, hinauf. Das war richtig klasse. Komisch, dass man das sagt, wenn es mal bergauf geht. Aber das brauche ich jetzt. Im April, so Landtagen, da brauche ich immer ein paar Berge.
nicht immer das Flache. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja, die Sonne ist immer noch nicht da. Hätte vom Wetterbericht her jetzt rauskommen sollen. Es ist so ganz schwach, aber egal. Soll nicht sein. Vielleicht wäre es auch noch gar nicht gut, dann wäre es wieder viel zu warm. Obwohl, es sind irgendwie 9 Grad oder sowas. 9, vielleicht gerade mal 10 Grad. Aber der Wind ist nur ganz leicht. So kommt man auch nicht zu doll ins Schwitzen. Richtig klasse. Ja, aber es geht noch weiter. Ich habe noch 22 Kilometer. Ja, 22 Kilometer. Und immer noch einige Höhenmeter vor mir. Naja, weiter geht's. Richtung, ja, jetzt kommt eigentlich nur noch Rocroi, glaube ich. Höchstens noch ein paar kleine Orte. Aber Rocroi ist dann schon das Ziel. Das ist schon vor Augen. So, letzte Pause, nochmal Energie tanken, noch was trinken für den letzten harten Anstieg, der bald kommt. Na, noch habe ich 20 Kilometer, aber der kommt. Ich muss das bis dahin auch verdauen. Mahlzeit. Das ging gerade wieder runter und jetzt wieder hoch. Aber ich habe es ja so gewollt. Jetzt stehe ich hier an der belgisch-französischen Grenze. Man kann es eigentlich gar nicht erkennen. Die Grenze läuft genau hier an der Straßenkante längs. Da ist Frankreich, hier ist Belgien. Aber es ist doch schön, wenn man das überhaupt gar nicht sehen kann. Über 100 Kilometer habe ich jetzt. Die Sonne will jetzt so richtig raus. Wird immer schöner. Leider etwas spät. Ich habe nur noch 5 Kilometer bis zum Schluss, bis ich wieder in Rocroi bin. Da schließt sich die Runde. Ja, Fazit, ja, mache ich denn dann, ne? Noch habe ich ja ein paar Kilometer. Also weiter geht's. Weiter durch Frankreich.
bin ich wieder da, halb zehn gestartet, 17 Uhr bin ich wieder hier. Ja, ich muss sagen, es ist richtig gut gelaufen. Ich bin irgendwie schneller wieder angekommen hier, wie ich dachte. Ja, mit den ganzen Pausen. Ich habe auch nicht durchgedreht, aber ich muss sagen, ich bin die Steigung sehr, sehr, sehr gut hochgekommen. Also die 400 Kilometer davor im Winter bis zum heutigen Tage haben richtig, 4000 sind es gewesen, hat es richtig viel gebracht. Also ich bin gut im Training. Ja, ich muss sagen, heute war es richtig klasse. Vielleicht auch die Temperatur, das war so ideal. Ich habe ja schon mal einen 200er gemacht. Da war ich irgendwie nicht zufrieden, da bin ich nicht so richtig in den Flow gekommen. Aber heute, das hat richtig geklappt, richtig schön, satt die Berge hoch, richtig schön gut gegen den Gegenwind gekommen an der Maas. Ja, das war echt toll. Ja, die Wege waren echt klasse. Die Landschaft vor allen Dingen. An der Maas war der Weg richtig toll. Aber dann, ja, ich muss sagen, ich merke auch nicht mehr über die Wege in Deutschland. Ja, der Asphalt war hier echt schrecklich. In Frankreich ging es noch, aber Belgien, sage ich euch, schwierig, schwierig mit dem Rennrad. Also da muss man richtig aufpassen, gerade wenn man schnell bergab fährt. Da ist immer plötzlich mal ein Schlagloch oder tausendmal geflickt. Ui, das war ganz schön heftig. Ja, und Radwege an den Straßen? Kaum vorhanden, eigentlich so gut wie gar nicht. Vielleicht mal ein Radstreifen, das war's. Aber trotzdem hat es wirklich richtig Spaß gebracht. Es hat richtig gut funktioniert. Ja, ich hoffe, es hat schöne Bilder gegeben. Leider kommt jetzt, wo ich fertig bin, richtig die Sonne raus. Echt krass. Ja, sollte nicht sein, aber jetzt langt es auch. 110 Kilometer, 1100 Höhenmeter, also richtig viel. Hat super geklappt. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich bin ja hier an Karsamstag jetzt Rad gefahren. Morgen ist Ostersonntag. Fahre ich mit der Familie meines Bruders den Ostersonntag und dann gibt es natürlich lecker französisches. Die französische Küche, die werde ich dann gut genießen können. Ich sage euch, das schmeckt echt immer sehr lecker, deswegen bin ich hier. Nee, aber es war richtig toll. Ja, ich komme auch immer wieder gerne hierher. Es ist eine tolle Landschaft, die Ardennen. Ja, der Wald ist hier auch noch nicht so kaputt wie in Deutschland, also das hat richtig Spaß gebracht. Ja, also ich hoffe, ja, diese Tour, diese erste Tour aus 2023, die ich jetzt verfilmt habe, hat euch gefallen, hat schöne Bilder gegeben, hoffentlich, auch wenn es grau war. Ja, da kann ich ja nicht ändern, aber es war richtig klasse. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Und ja, vor ein paar Monaten hat mich auch eine Nachricht erreicht, die mich doch ein bisschen traurig gemacht hat. Und deswegen möchte ich jetzt noch was sagen. In kleinen Andenken. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ja, dann sage ich jetzt nochmal Tschüss und winke, winke. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, der Flachlandradler, wie immer, unterwegs. Schau mal, wo es dann ist. Tschüss. Oder wie man hier sagt, au revoir.